sich gegenüber gestanden haben. Das war sicherlich für die Entwicklung der jungen Athleten von Vorteil. Hier ein sicherlich etwas ungleiches Duell mit dem erwarteten Ausgang und der 4:0-Führung für den SV Wacker. Jetzt Schwergewicht bis 130 Kilogramm, freier Stil. Alexander Kozianiewski trifft auf Erik Thiele. Jetzt könnte die Aufholjagd vom KSV Köllerbach beginnen. Denn rein vom Papier her ist sicherlich der Mann in Rot hier leicht favorisiert. Und wenn man sich die beiden Kontrahenten anschaut, da hängen auch ein paar Kilos dazwischen. Also sicherlich eine schwere Aufgabe für Erik Thiele. Ja, Erik ist mit Sicherheit der beweglichere Ringer und das könnte eine Stärke sein hier, wenn er die ausspielen kann und seinen schweren Kontrahenten gut bewegt, beziehungsweise gerade hinten raus, ja, aber da kommt schon der erste Angriff, wo es schwer ist gegenzuhalten und Erik hier die 2 Punkte abgibt. Ja, erste Überführung in die Bodenlage mit 2 Punkten. Was glaubst du, Janis, die Zielsetzung von SV-Trainer Andreas Schrader, die Marschroute für Erik, hier versuchen ordentlich zu ringen oder von vornherein etwas passiver zu agieren, um die Niederlage in Grenzen zu halten? Na gut, ich denke, das ist hier Mannschaftsringen. Hier geht es natürlich darum, hier, wenn man wirklich gegen einen stärkeren Gegner ringen muss, der vor allem ein ganzes Stück schwerer ist, den Kampf zunächst mal offen zu gestalten und hier wirklich vielleicht über die Beweglichkeit und über die Schnelligkeit sich da so ein bisschen auch aus der Affäre zu ziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die Stärke von Erik, eigene Beinangriffe dort auch ja, damit Punkte zu erzielen, dass das eine Technik ist, die wahrscheinlich nicht aufgehen wird. Ja, jetzt eine Einserwertung. Verlassen der Mattenfläche von Erik Thiele. Aber ohne die Überführung in die Bodenlage, somit nur eine Einserwertung und 3:0 Führung nach mittlerweile 1 Minute 25 für den Mann vom KSV Köllerbach. Ja, noch keine Passivitätsanzeige, jetzt die erste gegen Blau, also gegen Erik Thiele. Das Ganze nach 1,47, also bis dahin hat er sich schon mal ganz gut aus der Affäre gezogen. Diese erste Passivitätsanzeige noch ohne Konsequenzen für die Zuschauer, die nicht ganz fit sind, was das Regelwerk angeht. Mit der zweiten Passivitätsanzeige im freien Stil beginnt eine 30-sekündige Aktivitätszeit, in der der passive Athlet versuchen muss zu punkten. Gelingt ihm das nicht, geht der Zähler an den aktiveren Kontrahenten. Jetzt eine Verwarnung. Verlassen der Mattenfläche mit Kampfentzug. So hat es das Kampfgericht gesehen. Somit 2 Punkte für Rot und Verwarnung gegen Erik Thiele, der das natürlich so nicht wahrhaben will. Und es steht mittlerweile schon 5:0. 40 Sekunden vor Ende von Abschnitt 1. Für Erik wünsche ich mir natürlich, dass hier sein Kontrahent das Tempo nicht so hoch halten kann. Hinten raus vielleicht ein bisschen ruhiger wird, aber auch hier schon wieder der nächste Beinangriff. Das macht er natürlich auch stark, aber spielt hier natürlich optimal seinen Gewichtsvorteil aus. Ja, und ich denke, dass das auch die Marschroute sein muss für Alexander Kozianiewski. Wir reden hier immerhin über annähernd 22 Kilo Gewichtsunterschied. Also das ist schon mal eine Macht und man sieht, bei jedem Beinangriff hat Erik auch Probleme dagegen zu halten. Und ich bin gespannt, ob Alexander Kozianiewski die noch fehlenden 9 Punkte, um eine Viererwertung zu erzielen, im zweiten Abschnitt noch sammeln kann. Denn alles weniger als eine 4 ist schon wieder ein kleiner Vorteil für den SV Wacker. Na gut, hohes Kampftempo trotz alledem. Er wirkt nicht mehr ganz so frisch, aber das ist normal nach 3 intensiven Minuten. Also insofern bleibt abzuwarten, wie er jetzt hier auch den zweiten Kampfabschnitt gestalten wird. Und vor allem, wie hier der Erik versucht natürlich, davon gehe ich stark aus, wirklich hier Schadensbegrenzung zu betreiben und den Kampf eben nach Möglichkeit nicht offen zu gestalten, aber eben bis über die Zeit zu bringen.
Ja, und man sieht trotz seiner 120,8 Kilo durchaus ein austrainierter Athlet. Absolut. Und die Muskulatur muss natürlich auch erstmal versorgt werden über 6 Minuten. Für den leichteren Athleten ist es natürlich, also für Erik Thiele natürlich auch verdammt schwer, über die Füße dieser Masse auch immer wieder entgegenzustemmen. Das kostet natürlich auch Körner. Also insofern wird er natürlich dort auch Mühe haben, dort auf die Dauer gegenzuhalten. Ja, also bis jetzt macht Erik das sicherlich taktisch hervorragend. Ich denke, dass das genau die Zielsetzung oder die Vorgabe seines Trainers war. Jetzt die nächste Passivitätsanzeige mit einer 30-sekündigen Aktivitätszeit, ich hatte es vorhin erwähnt, gelingt Erik in dieser Zeit keine Wertung, geht der Punkt an Oleksandr Kozianiewski. Wir bewegen uns auf die 5. Kampfminute zu. Die Frage wird sein, ob das Kampfgericht irgendwann auch eine Passivität ins Spiel bringt im Sinne von Kampf entziehen und somit weitere Verwarnungen ausspricht. Denn das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit für den Köllerbacher Athleten hier zu einer Viererwertung zu kommen. Denn nach diesem Kampfverlauf, mittlerweile 4 Minuten 20, sieht alles so aus, als könnte Erik hier wirklich diese Schadensbegrenzung betreiben. Absolut. Es war auch das taktisch richtige Mittel bei der Passivitätszeit oder Aktivitätszeit, so wird es ja richtig bezeichnet, eben nicht einen Angriff zu starten und da eben auch nicht das Risiko einzugehen, dort ausgekontert zu werden. Ja, jetzt macht er das natürlich sehr geschickt. Bewegt sich kurz vor Verlassen der Mattenfläche in die Bodenlage und der Mattenleiter Karl-Peter Schmidt ermahnt auch jetzt Oleksandr Kozianiewski nicht nur zu schieben, also auch durchaus ein Zeichen dafür, dass das hier mit Schadensbegrenzung über die Bühne geht. Und hier kommt der nächste Beinangriff schon. Ja. Er darf jetzt natürlich nicht nach außen flüchten. Okay. Was wir vorhin gesehen haben, eben als der Kampfrichter oder der Mattenleiter das so ein bisschen geahndet hat, das Rausschieben, das ist natürlich auch so eine neue Orientierung des Weltverbandes, eben wirklich die Kämpfe mit technischen Wertungen zu gestalten und nicht die Gegner einfach nur rauszuschieben. Insofern hat man einfach das Pushing abgeschafft. Und das war das, was man hier auch gesehen hat. Ja, jetzt nochmal die Schlussoffensive von Oleksandr Kozianiewski. Sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährliche Situation. Angriff zum Fußgelenk. Das ist eigentlich ein Foul. Weil hier bestand nicht wirklich die Chance auf eine technische Wertung. Auch wenn das die Zuschauer jetzt anders sehen. Ja, das ist sicherlich in einer solchen Atmosphäre normal, dass die Zuschauer alles tun, um ihren Athleten nach vorne zu schreien. Und der ein oder andere sieht die Situation vielleicht nicht ganz so klar wie natürlich das Kampfgericht. Und der Angriff, du hast es gerade erwähnt, zum Fußgelenk, ist sicherlich auch durchaus mit einem Verletzungsrisiko verbunden. Und somit wurde das auch abgepfiffen. Jetzt eine kleine Konsultation des Kampfgerichts. Möglicherweise haben sie das selbst auch als faul gesehen und werden das gegebenenfalls auch so bewerten. Ja, okay, die weiße Kelle, das heißt, die Situation wird neutralisiert. Weder Punkt für Rot noch Verwarnung gegen Rot. Und der Kampf geht weiter beim Stande von 10:0 für Oleksandr Kozianiewski. Das Ganze gut 20 Sekunden vor dem Ende. Stand jetzt würden 3 Mannschaftspunkte an den KSV Köllerbach gehen. Und ich glaube, das ist genau das, was der Trainer des SV Wacker als Zielsetzung ausgegeben hat. Der nächste Punkt 11:0, aber auch das ändert nichts an der 3 Jahre Wertung, die es dann gibt. 13:0
3 Sekunden noch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob noch ein Angriff kommt. Und mit dem Schuss kommt jetzt die Verwarnung. Kampfrichter nicht ganz einig. Genau, es ist nicht einig. Jetzt fliegt auch sofort der Würfel. Der Mattenpräsident konsultiert seine Kollegen. Und jetzt fliegt der Würfel in die Mitte. Das heißt, Challenge ist auf jeden Fall gefordert von Blau. Ich denke, es bezieht sich auf die Verwarnung. Wenn die Einserwertung am Ende vom Kampfgericht bestätigt wird, der Kampf beim 14:0 entschieden und es wären die 3 Mannschaftspunkte. Ja, die Emotionen kochen hier hoch und hier sieht man eben auch einmal mehr, dass wirklich um jeden Punkt gefeilscht wird, weil der am Ende eben ausschlaggebend sein kann. Ja, die Konsultation ist beendet. Der Mattenpräsident.